des Tabletops und willkommen zu einer weiteren Folge des Tabletop Hebewerk. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß genau Bescheid, was heute kommt, nämlich die Bemalung. Nummer 1. Wir brauchen Blau. Davon füllen wir uns etwas in ein vorbereitetes Gefäß und schon kann's losgehen. Wir bemalen so gut wie möglich und flächendeckend. Ja! Es ist fertig! Sag mal, was machst du denn hier? Ich habe gesagt, du sollst den Stall bemalen und nicht dich! Mann, alles muss man hier selber machen, verdammte Scheiße! Hallo, Freunde des Tabletops und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Tabletop Hebewerk. In unserer heutigen Folge zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach einen Stall bemalen könnt für eure Spieltische. Bleibt dran und wir sehen uns am Ende des Videos. So, im ersten Video haben wir den Stall fertig gebaut. Ihr seht ihn nochmal. Für die Bemalung benutze ich als erstes so ein Graubraun. Das gebe ich in ein kleines Gefäß. Gebe etwas Wasser hinzu, verrühre es und bemale damit alle Holzteile, das Dach und die Balken. Das lassen wir erstmal gut durchtrocknen. Also widmen wir uns jetzt erstmal der Mauer. Dazu nehme ich so einen dunklen Ockerton. Auch dort füge ich wieder etwas Wasser hinzu, rühre das Ganze dann anschließend um und bemale damit die ganze Mauer. Dann habe ich hier ein dunkelbraunes Wash. Damit wird nun die ganze Base einmal angemalt. Dann wird das Wash noch etwas verdünnt mit Wasser. Dann bemale ich damit das ganze Dach. Dazu kann ich auch den Finger benutzen, um einen Verlauf der Farbe zu erzeugen, sodass es halt ein bisschen dreckiger aussieht und feuchter. Ja, dann wird mit diesem Wash nun auch noch die ganze Mauer einmal angemalt. Vor allem schön in die Vertiefungen reinmalen. So, jetzt sieht das Ganze so aus, ist nun trocken. Also kann es jetzt weitergehen. Ich benutze jetzt ein Games Workshop Wash. In diesem Fall ist das dieses Sepia Wash und damit werden nun einzelne Steine bemalt, um verschiedene Steinfarben zu bekommen. Jetzt habe ich mir hier so einige angemalt. Das lasse ich jetzt erstmal gut durchtrocknen. Dann habe ich hier ein helles Beige. Zu diesem Beige füge ich nun noch ein Braun hinzu. Und auch wieder Wasser und bemale mit dieser Farbe auch wieder einzelne Steine. Das Ganze lasse ich dann erstmal gut trocknen. Das braucht ein bisschen. In das Braungrau von eben mische ich mir nun ein Beige. Und damit wird nun alles trocken gebürstet. Das ganze Dach. Die Holzbalken, dann natürlich noch die Mauer, um Dreck und Verwitterung darzustellen. Und die Base wird damit auch noch trocken gebürstet. Dann habe ich jetzt noch ein normales Beige. Das ist jetzt schon mit Wasser verdünnt, nicht dass ihr euch wundert, dass ich zu viel da reinmache. Damit werden nun alle Kanten noch einmal trocken gebürstet. Vor allem hier am Dach, das sieht dann ganz schön aus. Ja, und somit ist das Ganze auch schon fertig. Jetzt im letzten Bauabschnitt, beziehungsweise im letzten Bemalabschnitt, werde ich ein paar Grasbüschelchen und noch eine Ranke ankleben. Ja, und damit ist der Stall auch schon fertig. Viel Spaß beim Nachbemalen.
Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Habt ihr auch schon einen Stall gebaut? Dann schreibt uns das, zeigt uns das, schickt uns Bilder, wir freuen uns drauf. Denkt jedenfalls immer dran, make Tabletop great again. Entschuldigung, können wir vielleicht nochmal drüllen? Ja klar. Alles klar. Make Tabletop great again!